Blutzauber und das Leiden Blutung verursachen physischen Schaden. Ha. So, boah, 3000 Erfahrungspunkte. Wir haben noch nicht hochgelevelt. Kapitel 9. Hoa. Hard on. Ja, die heißen alle Hard on. Despite years of telling myself things, I needed a change of scenery. Also, I'd like you to take this, my idol of Lagan. Hopefully, it can help. Was soll ich mit deinen Götzen anstellen? People leave idols there to protect others on their travels. So, oh, hast du mit beiden hier geredet? Ja. How did you enjoy the trip? Glad to hear it. I do not. Though be on guard. You will need. Unfortunately, no. There are things I need to take care of here. I do recommend. Good. Then I'll see you in Majelka. Okay. Impossible. 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 So, neuer Ort hier. Du musst mit dem Schlangengott reden, nein. What? Du hast mich schon verstanden, Boy. Ist hier irgendwas? Ja. Hast du mit dem Schlangengott geredet? Schlangengott? Also, nein, ich hab, boah. bin auch nur einmal kurz darüber gelaufen. Muss ich wieder das Gebiet wechseln, ja. So ein Typ, der hat der Hauptquest gehört, der ist der Schlangengott. War der noch hier? In dem Gebiet? Ja. Boah, nicht gesehen. Weiß nicht, ich habe den identifiziert, weil der so ein großes goldenes Dreieck über seinem Kopf hat. Okay, die Quest ist gerade weggegangen. Hatte ich mit dem reden musste anscheinend. Ich hab den nicht mit dem geredet. Jetzt wirst du niemals den Schlamm zu Gesicht bekommen, alles klar. Nein. Ja, ich will den auch sehen. Das wechsel ich das Gebiet. Ausgezeichnet. Und der Typ, der ja einfach noch steht. Der ist ein Schlangengott. Oh. Wir haben wieder 5:30 erreicht. Ja, eine halbe Stunde an geht die Internetverbindung wieder. Flöten. Ja. Es war eine schöne Zeit. Nehmt das, Leute. Aus irgendeinem Grund. Was für ein Level ist das Gebiet? 53. Wir sind jetzt ein bisschen überlevelt, ne? Nur weil der Daniel das nicht schneller herausgefunden hat. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Wenn das Spiel beliebter wäre, würden sich jetzt alle über uns lustig machen in den Kommentaren. Die Wellen nehmen auch die ganze Zeit. Die sind im Uhrzeigersinn irgendwie die ganze Zeit da aufgetaucht, habe ich gemerkt. Gibt's nicht, ey. Der Strahl steht vor dir, Kerzen brennen. Ja, der hat uns auch einen Götzen gerade gegeben, oder? Boah, ey. Müssen wir schon wieder zu ihm zurückkehren, ne? Ja, jetzt machen wir erstmal hier fertig. Jetzt gehen wir mal hier wieder neue Orte zu Gesicht. Ja, damit. Goldene Resonanz. Mein Wolf dahin geschickt, er hat die Kiste kaputt gemacht. Nun, was soll hier sein? Gechnas. Den One-Shot mit dem Blitz. Na, und fertig hier.
War. Ja, nicht so, als hätten wir vorher Schwierigkeiten mit der Story gehabt. Ja, ja. War ja, war noch nichts Besonderes. Ich habe nicht gelesen, was wir hier machen mussten, aber. Was ist das für ein großer Skorpion? Ist das deiner? Ja, meiner ist ein bisschen größer jetzt. Und seit schon letzte Woche. Aber mal jetzt mal gespielt haben, die Woche davor. So. Er wird niemals so groß werden wie mein Golem. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den mechanisch machen soll oder nicht. Weiß ich auch nicht. Er klingt ehrlich gesagt ziemlich krass. Ja, wie die mechanischen Skorpione aus Aladdin. Ja, ja. Was? Ja, also nicht aus dem Film, sondern aus der Serie. Da kämpfen die gegen Mechanische. Ja, ne, ne, aber sag mir was. Der größte der griechischen Genies. Der hat die ganze Zeit so komische Aufziehroboter hat er gehabt, der. Der hat auch so griechische mechanische Skorpione in der Einfolge gehabt. Hm. Typisch Hollywood. Oder Hollywood? Was? Oder auf welche? Nicht Hollywood. Auf welche Stadt soll? Auf welche Stadt soll noch mal irgendwie Aladdin basieren? Ja, ja. Aber Bagdad. Nee, aber gab's da nicht irgendwie so eine Theorie, da irgendwie war nicht? Ja, das spielt in der apokalyptischen Zukunft, so, ja. Die sich in die Vergangenheit zurückgebombt haben. Weil der Genie die ganze Zeit so Disney-Imitationen macht oder von Leuten, die noch gar nicht existieren können zu der Zeit. Ja. Hallo. Hallo. Hier ist eine Quest. Was? Was jetzt für eine Imitation? Du hast nur Hallo gesagt. Ja, der hat mich hier so gegrüßt. Hier. Der Tille. Der Tillegi. Der Händler. Du hast den Ort schon wieder verlassen, ne? Naja. Bist du nicht mitgekommen gerade? Nee, ich habe in dem Chaos nichts gesehen. Ey. Ich merke auf einmal nur, dass ich hier alleine bin. Ey. Ich bin nach unten rechts gegangen, aber noch eine Quest. Ich dachte, der war halt. Du bist doch in anderen beiden gerade gegangen, ne? Ich weiß nicht. Ich bin immer noch in dem Kampfgebiet. Ich weiß nicht, wo du bist. Boah. I can't believe the Ospreys would destroy the crossroads. Sorith Kaa doesn't have a standing military. I wonder. Have I been blind to it? Du hast mir nicht gesagt, dass du gehst dann. I suppose you're right. Oh, Erfahrungspunkte. Da bist du. Genauso wenig wie ich dir sage, wenn ich dich im Kampfgebiet bei Helder verlasse. Wir brauchen Paartherapie, Daniel. Wir haben Kommunikationsprobleme. Ich glaube, dein Vater kriegt das wieder von uns hin. Ja. There are a few things I need to take care of. Ich glaube, der kriegt ein Aneurysma, wenn wir den um Paartherapie bitten. Das war mal. Hast du die Quest da rechts angenommen? Ja, ich gehe jetzt zu denen hier hinten. Ja, ja. Okay. Aber die strahlenden Dünnen. Ja, wir müssen zu einer neuen Stadt hier, sehe ich gerade. Na, dann mal los. Und dann mal los. Und dann mal los. Habe ich jetzt Erfahrungspunkte hier bekommen? Nö, ich krieg gar keine Erfahrungspunkte für die Skills. Ich glaube, wir kriegen keine mehr da. Der Balken, da fühlt sich einfach nicht mehr. Jetzt sind wir noch am gleichen Stell wie vor 2 Stunden. Na, dann kriegen wir keine mehr. Boah. Dann kriegen wir keine mehr da. Will aber mehr. Also am besten am Hochleveln hier. Man muss ja einen Beschwerdebrief schreiben. Ja. Am besten nach Arrowhead. Warum auch immer. Aber das ist gar nicht unser Spiel. Ich will mich trotzdem beschweren. Ihr sollt da trotzdem fixen, Mann. Ich hör's doch. Neue Klasse verfügbar. Helldiver. Ja. Weiß nicht, dann bist du an diesen Automax da interessiert, an diesen Kampfanzügen? Probieren werde ich den bestimmt, ja. Ich werde sowieso alles mal irgendwann probieren, nehme ich an. Okay.
Weil so ein Mac klingt doch cool, auch wenn er nicht so gut ist anscheinend. Also man sollte sich nicht darin überschätzen, man ist nicht unverwundbar in dem Ding. Man kann sich nicht mehr darin draufziehen, wenn man einfach in die Gegnerhorden reinrennt. Kann aber alles durchdringen, schwere Panzerung, was weiß ich nicht. Ja, dieser Geschütztürme, die man platzieren kann, gibt es glaube ich auch, ne? Wo man sich reinsetzen kann. Das weiß ich nicht. Gibt es da nicht auch irgendwie sowas? Davon weiß ich jetzt nichts, davon Geschütztürme, wo man sich... Ja doch, da, ja, da gibt es auch, ja. Genau. Ja, kann ich auch mal ausprobieren. Also, stationär, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Je nach Mission, ne? Ja. Stimmt, ja, wenn man irgendwas verteidigen muss, vielleicht, ja. Und du so einen Säure-Titan irgendwie anlocken, ich sitze in so einem Geschütz drin. Weil ja. Genau. Ja, das genau. Spiel, das ist schon genial. Ich weiß nicht, was man anders dazu noch sagen kann. Game of the Year 2024. Das wäre vielleicht sogar geworden, ey. Oder vielleicht sogar, weiß also nicht. Wenn er jetzt nicht wieder so einen riesigen Schaden genommen hätte, ey, durch die Sony-Aktion da. Hm. Oder Final Fantasy, weiß ich nicht. Ne? Wo die irgendwie am Struggeln sind, anscheinend, weiß ich nicht. Die verkaufen nicht genug von Rebirth, haben nicht genug verkauft von Rebirth. Ja. Hab ich auch gehört, irgendwie. Weil ich nicht verstehe, ich finde das Spiel klasse. Welche Änderungen wollen die bei Square Enix machen? Weiß ich nicht, was die da machen wollen. Ich finde das Spiel klasse. So, ich habe auch gehört, die Reviews sind gut von dem Spiel, außer dass ja, bevor ich mir das geholt habe, da habe ich auch überall 10 von 10 überall und so was überall gelesen. Ja, für mich ist das Gameplay einfach nicht. Das sieht irgendwie aus, als würde es ewig dauern, bis mal ein Kampf vorbei ist. Irgendwie sieht das immer so, ich weiß nicht, das sieht so aus, als würden die Gegner viel zu viel aushalten, alle. Hm. Ich finde das eigentlich in Ordnung. Also, wir kommen das so vor, weil das wäre jeder Kampf irgendwie ein Boss-Encounter, ey. Mich würde halt ehrlich gesagt stören, wenn die so schnell sterben würden, ne? Und ja gar nichts vom Kampf hätte, so, also. Hm. Oh, was nehme ich euch? Ich wusste ja nicht, was ich hier nehmen soll. Boah. Hör mir zu bekommen, wenn du einen Feind tötest. Hm. Wenn du Fähigkeiten des Begleiters verwendest, erhältst du und deine Begleiter beim Schützen Aspekt Lob, dann wurf der Treffer Chance und einen erhöhten Betäubungschance gewähren. Wenn man kritische Trefferchancen sind immer gut, ne? Kann gut sein. Was hat hier uralte Macht? Stärke plus ein Punkt, physischer Nahkampfschaden, das ist ein bisschen einfacher. Nehmen wir das. Mehr Schaden, so. Ich wieder ein Skill gefunden, den ich weiter hochlevel. Mehr Schaden, das heißt, Kämpfe sind schneller vorbei, das heißt, ich nehme weniger Schaden. Ja gut. Also das Gameplay von Rebirth ist aber gut, finde ich. Das macht eigentlich schon Bock. Da habe ich sofort, ne? Ja, ja, also weiß ich nicht. Charaktere spielen sich alle ein bisschen anders. Also im Vorgänger, oder? Ja, im Vorgänger waren die auch. Waren ja auch schon, ehrlich gesagt. Ja. Alle anders so ein bisschen. Hm. Am liebsten gefällt mir immer noch von der Tales of Serie. Der macht am meisten Bock. Von allen neuen Spielen bisher. Okay. Und vielleicht Kingdom Hearts. Kingdom Hearts macht auch Bock zu spielen vom Gameplay. Aber da kommt ja irgendwann mal ein vierter Teil raus.
Ja, das wird schon vor Jahren angesendet. Ja, ja, also dauert das erstmal wieder 10 Jahre. Kingdom Hearts 3 wurde ja auch vor 15 Jahren oder irgendwie sowas angekündigt und dann haben sie erst irgendwie hier Sequels und Prequels und all sowas rausgebracht und dann kam erst 13, 14 Jahre später erst der dritte Teil. Ja. Das ist ein Boss, okay. Wow. Was ist das denn? Was ist das denn? Heuschreckenschwarm? Ich glaube, ich sollte hier nicht drin stehen. Ah. Nimmst du gar keinen Schaden? Doch, aber ich versuche mich nicht davon berühren zu lassen. Ich wäre beinahe ein paar Mal drauf gegangen. Ich müsste meine ganzen Tränke da trinken. Was war da? Ich habe gerade gesehen, was das war. Ein Angriff nämlich machen. Ja, was war da für ein Gegner oder so? Ja, da war ein Boss. Den habe ich nicht gesehen. Den haben wir da gerettet. Das ist Eric. Der Bruder von Eric. Skillbane were never meant to be common thugs. The Skillbane use these to stage ambushes on people and trader caravans. Was ist das? Boah, was ist das? Boah! Das ist tot. Von der riesen Skarabäus. Ja, die Piranha aus der Wüste. Die Mumie, die Zeichenkriterien mit Mumien als Power Ranger. Ja, ja. Die fand ich auch gut. Wie ist die Serie? Ich weiß nicht, wie die heißt. Die Mumien leben oder ich weiß irgendwas mit den Mumien. Ja, das war mal ein Ding, ey. Ja, die haben so Power Ranger-Fähigkeiten gehabt, ey. Da läuft doch im Moment ein Power Ranger-Anime. Ja? Ja, nicht mit Charakteren, die du kennst, also der heißt, Sentai Daishi Kacke. Super Sentai-Serie. Ja, auf die englische Titel ist, Ranger Reject. Okay. Da geht es halt darum, die Rangers, die sind halt, offiziell sind halt ganz tolle Typen und Helden, aber das sind nicht so nette Menschen. Ah, warte, ich glaube, die Geschichte, dass sie da, eine Zeit kam so Invaders aus dem All und haben die Erde angegriffen. Der Kampf ist schon praktisch vorbei, also die Rangers, die haben gewonnen, die haben so göttliche Artefakte benutzt als Waffen und haben die Invaders getötet. Also die ganzen Anführer von den Invaders haben sie getötet. Mhm. Die ganzen Handlanger, die sehen so typische massenproduzierte Handlanger, die sehen alle gleich aus, die sind noch am Leben. Weil die sind unsterblich, die können nicht getötet werden. Okay. Es sei denn, die Rangers benutzen ihre göttlichen Artefakte, damit können sie die endgültig töten, sonst regenerieren die sich immer wieder. Jetzt ist das halt so, wenn die weiterleben wollen, müssen die jeden Tag an so einer Show teilnehmen. Wir machen die so einen Showkampf und müssen gegen die Ranger verlieren. Okay. So, irgendwie kann man hier rein, obwohl ja nichts angezeigt ist. Und einer von den Schurken, von den Handlangern da, der hat die Schnauze voll und will die Ranger zu Fall bringen, obwohl die ganz, die Handlanger sind nicht stark genug, um sie zu besiegen, also. Ich denke schon jetzt irgendwie nach einem dämlichen Plot irgendwie. Weiß nicht, ob das daran liegt, wie du dort erklärt hast oder so, aber klingt irgendwie schon so. Klingt ein bisschen so zu sehr nach einem Gimmick irgendwie so, weiß ich nicht. Das sind nur Handlanger, die sind zwar unsterblich, aber die können nicht wirklich irgendwie kämpfen oder so, weißt du? Wenn die Rangers sich dazu entscheiden können, wenn die wirklich ernst machen würden, könnten die die töten, aber wozu, ne? Die benutzen die halt, also, um ihr Image zu boosten. Die tun die jeden Tag so in so einem Showkampf besiegen, damit die Leute denen zujubeln. Ach so, okay. So wie ich das erst verstanden habe, ist irgendwie, die haben irgendwie... So wie ich das verstanden habe, ist irgendwie, die machen irgendwie so eine eigene Show oder so, wo die irgendwie vor irgendwie so in der Arena kämpfen oder irgendwie sowas. Ja, so ähnlich ist das auch. Die Zeiten hier in so einem Stadion müssen die Handlanger auftreten. Wenn sie das nicht machen, werden sie ausgemerkt. Weil das klingt schon so komisch irgendwie. Ja, das ist ziemlich gut, ehrlich gesagt. Oder soll ziemlich gut sein.
Ja, ich habe mir aber früher so Clips von so Super Sentai irgendwie so angeschaut, irgendwie, weil nicht. So mein Geschmack ist da irgendwie nicht so. Kamen Rider. Ja, davon weiß ich gar nichts. Das ist im Prinzip dasselbe, ne? Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Ich gebe da sogar einen Crossover, da kämpfen die Charaktere aus Kamen Rider gegen die Power Rangers. Okay. Aber nur in Japan gibt es das, oder? Ja, keine Ahnung, ich habe mir mal die in Gänsefüße in japanischen Version von Power Rangers mal angeschaut. Das ist irgendwie nicht so mein Geschmack. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen zu ernst oder so. Die Serie nimmt sich ein bisschen so zu ernst, finde ich. Die Musik ist irgendwie nicht so, gefällt mir nicht so irgendwie. Die bei Power Rangers ist irgendwie actionreicher und so, ey. Wenn ich so einen ganz normalen Clip von Power Rangers irgendwie sehe und ich höre nur die Musik so im Hintergrund, da wäre ich schon voll gehypt, obwohl ich überhaupt nicht von der Serie weiß oder so. Aber wenn du dir so eine Szene von Super Sentai irgendwie so ansiehst, so eine Kampfszene, da ist immer so, die Musik ist immer so dramatisch, so. Der klingt irgendwie zu heroisch, irgendwie, da passt irgendwie nicht so zu so einem Setting mit so riesen Robotern oder irgendwie so. Der japanische Spider-Man, der hat immer Maschinen gewählt. Eine Clip, wo irgendwie so eine Puppe von dem so weggeschleudert wird. So als Special Effect irgendwie so. Ja. Spider-Man wird irgendwie mit so einem Seil irgendwie durch die Gegend geschwungen. Da ist ganz eindeutig irgendwie eine Puppe oder irgendwie so eine Spielzeugfigur oder so. Hentai Kamen. Oh Gott, was? Na los. Whoa, Kamera. Noch Schlangengöttin. With who would seek to bind me? Freedom will be our future. My future. At any cost. Ich gehe. Also, was ist hier los mit diesen Schlangen? Warum sind hier so viel von denen? Oh nein, mit Grabräubern will ich nichts zu tun haben. Abgemacht. So viele Erfahrungspunkte. So, mit wem oder was müssen wir hier reden? Mit dir. Man wird der Tempel geöffnet. Was it just me or was that speech unusual? I don't know. That was the Vessel Maiden, Apophis. She aids Majar. The authority lies with Majar. As the rumor goes, it is not. Alles klar. Schon wieder eine neue Quest hier. Hm? Ja, ich verstehe. Farewell. Ich will in die Slums, da will ich rein, ja. I overheard your conversation. Bin in die Slums, Sunny. Ja. While I obviously appreciate it, I deal. It's well with it, but absolutely. Alles klar. If you're looking for a little detour before you get bed. So, wo bist du reingegangen? In die Slums, immer nicht. Okay. Was ist das für ein Zeichen auf der Karte? Majelka. Die Gegner halten was aus, ja. Yeah. What? Und no, nur, gegen Gegner und das Ganze ohne mich. Was sprühen die für eine grüne Pampe aus ihrer Hand, ey, meine Fresse. Oh, die Pötte gehen nicht kaputt. So, whoop. Arabische Welt.
Oh Gott. Na schön. Ja, hab ich angekotzt, ey. Ja, ich sprühe ihn was aus ihrer Hand. Das ist vom Taco-Dienst, der ignoriert. Ich schätze auch so seine Hand aus, als würde er mir so einen Handtuch geben, ey. Wenn er das macht. Mm. Er mich ja voll an Crash Bandicoot. Ja, das sieht 1 zu 1 aus wie Crash Bandicoot. Oh. Crash Bandicoot, Crash of the Titan. Ich liebe dieses Spiel. Gut für dich. Jeder hat seine eigene Meinung, nehme ich an. Und dann war da noch irgendwas mit Newton, das war nur eine Kopie von Crash of the Titan. Weil ich habe nie vorher ein anderes Crash Bandicoot gespielt, ich fand das gut, ey. Hm. Könnte man noch Titanen reiten, ja. Crash of the Titans habe ich auch gespielt. Ja, Mutants habe ich mir gedacht, ne. Hat dir das Spiel gefallen? Ne, nicht so wirklich. Ja, dann gab es noch ein anderes Spiel mit Mutants, das war dasselbe, nur da bist du nicht auf Titanen rumgeritten, sondern... Ja, ja, deswegen habe ich das nicht gespielt. Schweine! Ich hab ein Schwein angezündet. War voll verkohlt, als ich mit einem Blitz darauf gegangen bin, ey. Ich weiß noch, wie Spyro gespielt hat, ey. Spyro hab ich auch gespielt, ja. PlayStation 1, ey. Hab ich irgendwie Spyro-Teil gespielt, ey. Ne, ich habe auch nur den ersten und den dritten Teil, habe ich glaube ich nur gespielt. Ich weiß nicht, welcher Teil das war, keine Ahnung. Da waren in irgendeiner Kampagne, waren da so komische Militärenten, die haben einen den nackten Arsch gezeigt. Ja, da war der erste, glaube ich. Wenn du lange genug gewartet hast, haben sie eine Animation gemacht, wo die sich hier den nackten Arsch gezeigt haben. Ja, ja, ja. Die haben sich in so Zelten versteckt immer. Ja, ja, genau. Da war so ein Panther, das war Spyros bester Freund oder sowas. Ja. Das war ein ziemlich cooler Spiel eigentlich, ey. Auch eins von diesen Spielen, das ich nie durchgespielt habe, ey. Hm. Müssen wir schon mal reden. Wo bist denn du gerade? Ich glaube, der Hauptbösewicht war so ein komischer kleiner Zauberer mit dem Horn, ey. Das war, glaube ich, im zweiten Teil, ja. Das kann sein. Oh nein, Crash! Von den dritten Teil wurde er konnte den fliegenden Pinguin steuern mit einem Raketenwerfer. Das hatte voll die coolen Game-Mechanics, der Spyro. Eisatem. Ja, ja. Die Bälle als Lebensindikator, ey. Da musstest du so, weiß ich nicht, Schafe töten und Schmetterlinge fressen. Ja, ja. Oder die Libelle müsste Schmetterlinge fressen, damit die sich geheilt. Das ist schon cool in den Mechaniken. Davon gibt es auch keine. Machen die auch keine Spiele mehr, ey. Nee, irgendwie nicht. Die haben viele andere Spiele danach rausgemacht, aber die sind auch wieder. Die sind so den Crash Bandicoot Weg irgendwie gegangen. Die haben immer wieder neue Sachen ausprobiert. Ja. Ich für PS2 gab es da irgendwie voll viele Spiele, aber da waren irgendwie so Action-Spiele mehr, so weiß nicht. Habe ich noch nie von also irgendwie gesehen, oder? Nee, das ist so ein. Ich glaube, das heißt Collectathon oder so, weil das eigentlich nur ein Sammelspiel ist, ja. So wie Lego Star Wars. Can I help you? Das ist absurd, aber in Ordnung. Boah. Was war das? Stell mir mal vor, dieser Nebel tötet all deine Skelette. Ja, aber doch immer, whatever works your boat dann. Was ist das für ein schöner Nebel? Ach. Und zicke zacke geradeaus. Noch wieder ein neues Gebiet. Hey, die machen gleich ein Geräusch wie deine Skelette, wenn die sterben. Ich glaube nicht. Ja,
Ja, die kotzen meine Tiere an. Ja. Weil es schwer ist, Flecken aus Tieren zu entfernen. Ich muss schon wieder einen Waschtag arrangieren für alle. Ja, die müssen alle per Hand waschen. Wir müssen alle in die Reinigung. Wisst ihr, wie schwer es ist? Wisst ihr, wie schwer es ist, Säure aus dem Blitzfell rauszukriegen? Das ist voll rassistisch hier. Wir töten Leute Araber, ey. Oder war doch immer die ganzen Turbanträger, die reichen. Ja, gibt's einen, der reitet auf den. Jetzt nicht mehr. Er sah aus wie so ein. Er sah aus, als hätte er so ein Safari-Outfit irgendwie auf mir. Ja, warte mal, ist hier. Irgendwas ist hier. Nein, warten. Okay. Oh, jetzt eine Truhe. Ja. Was hat hier ein Keller wie ein Diablo? Okay, irgendwie ist ja mal nichts. Da war aber was am Blinken. Naja, da konntest du reingehen, da war eine Schatztruhe, aber irgendwie sonst nichts. Und da ist da was. Oh, die ultimative Waffe, ja. You can't best me. No, but he can. Wenn ich meine Tiere auf den schick. Also weg. Okay. Ja, ich bin auch viel zu weit entfernt, Leute. Ja. Na gut. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir wieder gefordert werden wahrscheinlich. Ein bisschen. Ja. So, wo bist denn du? So, na. Das müsste ich dich fragen. Bin weiter nach rechts gegangen. Ja, da hinten bist du irgendwo. Ich bin noch gar nicht so weit. War gerade bei Spur des Loots, den ich wahrscheinlich hinterlasse. Ja, und schon anderen Weg. Hier sind noch lauter Gegner überall. Dann bist du nicht nach rechts gegangen. Oh, der Typ ist riesig. Wer ist das? Wie fokussiert auf Spieler. Entschuldige, was? Hey! Da bist du. Ja, da bin ich. Da war ein ganz großer Mann. Hast du ihn getötet? Ja. Warum? Ich war nur, weil er groß war. Hier ist eine Quest, eine Nebenquest, glaube ich. Elendsviertel von Majelka. Ah. Ja. So. Ja, der sieht schon elendig aus. Okay. Warum heißt denn mein Skorpion Truck? Weil. Ja, das sind die ganzen Namen, die du die ganze Zeit siehst. Sam Truck. Wo sind Tick und Trick? Ja, das also. Onkel Donald hat die ermordet. Ah, mein Raptor steht vor dem, ich kann mich nicht mit dem reden. Ich kann schlecht angerufen für mich riechen. Sollen wir noch mal darüber reden? 8000. 5000. Ich hab dem 1000. 8000. 2000. 2000 akzeptieren. Alles klar. Ich hab nur 1000 bezahlt. Hm.
brings you here? Also ein Shop. Gibt's ja. Nee, ne? Mal ausnahmsweise mal in den Shop reingucken, aber hier gibt's nichts, ne? Schlüssel, Arena Schlüssel. Ja, ich habe auch drei Stück gefunden in letzter Zeit. Schlüssel zum temporalen Sanktum. Schlüssel zum temporalen Spannung. Meine zwei Mini-Skorpione haben den einen Gegner erledigt, ey. Alter. Sind die krass drauf. Weißt du, wie es heißt, deine Kleinen, aber oho. Ne? Hast du diesen Satz, ey. Warum hast du mich gezwungen, ihn zu sagen, Daniel? Friss, mein Raptor, friss. Nein, boah, bin schon wieder aus Versehen. Klar reingegangen, ja. Da bist du ja immer reingegangen. Die sind die ganze Zeit am Blinken, ja. Ist irgendwas hier drin? Hier ist auch was am Blinken hier drin. Ja, jetzt warte, wir gehen ja sofort da rein. Wer bist du? Ah! Ich kämpfe gegen eine Gildenanführerin. Ich stehe einfach nur hier und chill. Wüsste ich zähle gar nicht. Ja, die ich gebe dir gerade. Warum hatten die jetzt auf einmal einen normalen Lebensbalken? Was? Ja, ich ist eine Frau, die hat eine Geschlechtsumwandlung gemacht. So, Text, rede mit mir. Daniel, wenn er das erste Mal ein Buch in der Hand hat. Los, gib mir Wissen. How do I eat you? So, ich glaube, wir sind ja fertig. Ein großes Wissen von der Alten. Oh no. Mann. Da kommt ein Gegner. Ich glaube, wir sind ja fertig, ne? Ja. Dann gehen wir mal zurück. Was machst du da? Ich schieße. Boah. Okay. You're now looking at the new leader of the Skillbane. I may be a thief and a rogue, despite all that. I know exactly how to get win-win, right? Oh, was für ein Spaß. Das wird ein Spaß, Spaß, Spaß. Where's that fighting spirit? Leute sind doch schon hier, die müssen doch gar nicht mehr hochgehypt werden. So, er auch schon fertig. Ja. Der sagt einfach nur, wenn ich mit ihm spreche. Ja, der will nicht. Das ist wie diese eine Szene in Naruto, wo irgendwie Guy irgendwie versuchen will. Das ist irgendwie, weiß nicht, Neji hier. Weiß ich. Okay. Ganz am Anfang schon von Shippuden, irgendwie. Jetzt müssen wir eine Fraktion wählen. What?
Zirkel des Schicksals und die Händlergilde sind bereit, deine Loyalität in Eterra anzunehmen und zu belohnen. Schließlich lassen Gegner mehr Gegenstände fallen. Du kannst Prophezeiungen nachgehen, um noch mehr bessere Gegenstände zu finden. Wenn du die Händlergilde anschließt, kannst du Gegenstände auf dem Basar oder direkt mit anderen Spielern. Ich würde dann eher das Observatorium nehmen. Ne? Du kannst die Fraktionen später noch wechseln. Okay. Ah, was ist das? So. Wir müssen jetzt zum Observatorium oder was? Ja. Und nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie handeln werden mit anderen Spielern. Also. Du willst mit mir handeln. Mehr Gegner-Drops, bitte. Ich bin da, Tony. Ich bin hier. Oh mein Gott. Wer bist du? Fortune? With Zerik asked you to meet with the Circle of Fortune. I would love to say that it was foretold in this. My name is Galila. Very. If you assist in our research with our knowledge of the stars, one might gain prophecy. Okay, ich kann schon wieder wechseln, was? What do you say? Lassen Gegner mehr Gegenstände fallen. Ja. On your side. Ja. Ganz andere der anderen Fraktion nicht beitreten, solange du dieser angehörst. Ja. Yes. Warum ist denn die Frage auf Deutsch und die Antworten auf Englisch? Hm. Okay. Je besser dein Ruf ist, desto höher kannst du in deinen Reihen des Schicksals aufsteigen und so mächtige Vorteile freischalten. Ja, mehr Drops, ne? Klingt doch nicht schlecht. Oh Gott, das ist nett, ja. Was mache ich? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Mit was bin ich ja gerade am Interagieren? Hast du auch mit so einem Ding geredet gerade? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Was sind da? Sind da die Sternzeichen von Genshin Impact? Die Charaktere hochlevelst. Ja. Deine Gunst, aber ich kann. So. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Da ist eine Schlange. Da ist ein Krebs. Weiß nicht, soll ich die Schlange? Den Krebs. Den Falkenmensch. Oder den Wolf. Ich weiß auch nicht mal, was man hier machen muss gerade. Muss ich neu auswürfeln oder was? Nee, naja, kann man ja nicht. Also ich habe nur 104 und da steht unten 320. Pff. Nein. Da ist ein Bär. Ja, ich weiß nicht, was man hier kann man gar nichts machen irgendwie. Wir haben noch nicht genug Kunst, ey. Ach, man kann auf diese Sterne da drauf klicken. Echt? Ich habe da noch nicht gesehen. Keine Ahnung, gibt es irgendwie Quests oder so, die wir machen müssen? Wir wie hier ist noch einer in der Mitte. Ach, deswegen haben einige Leute so lilane, einige Leute so andere Zeichen über den Kopf. Wären Namen. Götzen, Prophezeiung, Rüstung, Waffen. Aber wir können doch nichts damit machen. Da können wir irgendwann davon holen. Ja, geht ja noch nicht. Ist ja der einer 2750. Das ist also teuer. Wir können doch hier nichts holen, Leute. Warum sollen wir hier mit irgendwas interagieren? Nein, ich will nicht damit reden. Erhalte eine Prophezeiung von einem Teleskop im Observatorium. Ja, dann geben wir uns auch genug Punkte. Du hast nicht genug Gunst, ja.
Leute. Okay, gut zu wissen. Hier hat man eine schöne Aussicht. Halt, wo bist du? Ich bin weg. Das ganze Spiel. Wow, da war ich vorhin und da war ich auch. This research has far-reaching implications. Imagine if we're in the future. Ja, wo bist du? Was da oben ist er. Mal guckst du dir an. Ich will halt aussehen. Impossible. Impossible. Nein, geh weg, geh weg. Ich nur was für die Auserwählten. Boah. Impossible. Wieso ist denn das denn? Impossible. Bacana. Impossible. Oh, der Charakter weiß halt nichts anderes zu sagen. Hat meiner jetzt auch gesagt. Impossible. It eludes me. Impossible. Sagt das dein Charakter auch? Nee, man sagt okay, immer nur impossible. Boah, dann ist er richtig scheiße. Der sagt entweder impossible oder impossible. Was, im? Der sagt entweder impossible oder impossible. Okay, meiner sagt manchmal, it eludes me. It eludes me. Hm. So, wir müssen immer noch so in Slums hingehen. Was da machen? Ich hier die Slums, hier sieht jedenfalls so aus. Ja, genau, Daniel. Dein ist jetzt der Hauptcharakter. Ja. Dein! Das fand ich gut, ey. Jetzt statt so viel Gott singen die Dein! Ja, sehr viel war das jetzt eine Yu-Gi-Oh! Karte. Ja, geil. So, ich geh mal zur Oase. Spiele meinen Sephiroth in Angriffsposition. Der kann keine andere Position. Wenn du versuchst, den zu legen, Sephiroth kann in keine andere Position belegt werden. Ich finde das einfach genial, wie du gesagt hast, dass die Kartenspiele keine Herausforderungen sind und musstest du das erste Match schon ein paar Mal neu starten. Da waren ja auch andere Regeln, glaube ich. War ich da nicht auf der rechten Seite? So hört sich einer an, dem seine eigenen Worte schwer im Halse stecken bleiben. Alter, das war so ein schöner Moment hier. Doof. So. Wo haben wir hier? Ins Gesicht. Ein Schlag. Wir haben ganz viele Feuerpfeile. Wo kamen die her? Weiß ich auch nicht. T-Rex? Oder nicht? Der ist so schnell, gut so aus, ey. Ist so schnell gestorben, ey, weiß ich nicht. Mein Gott, sind der viele. So viele Gegner, sie sind tot. Wir fangen mal von der anderen Seite. So. Betritt die Stacheljägerhöhle. Stufe 67. Yay. Hast du noch irgendwie Sachen zum Aufleveln da?
Nee, irgendwie nicht. Etwas nicht von meinen Fertigkeiten hier. Anscheinend kann man die nicht mehr weiter aufleveln, oder nicht? Ne, ich meine von deinen passiven Fähigkeiten, ja. Ja, klar. Also da immer noch Sachen zum Erweitern, die du angefangen hast. Ja, ja. Die sind gerade gewachsen. Du redest jetzt nicht von den Fähigkeiten, mit denen ich hier kämpfe, ne? Ja, diese Totenbeschwörer-Fähigkeiten, Nekromantenbeschwörer. Ja, Nekromantenfähigkeiten so. Das kann ich noch ausweitern, ja. Naja, du hast ja noch Akolyten. Du hast ja Akolyten-Sachen da reingepackt. Du hast ja da noch ein bisschen mehr Auswahl. Ja, ich weiß nicht mehr so genau, was ich dann noch nehmen soll. An passiven Sachen. Ich auch nicht. Yes. Da bitte ich. Das ist mir am Leben besser nicht. So, was? Wow, Stacheljäger Alpha, Stacheljäger tot. Stacheljäger, tschüss. Ich habe zwei Speerkrieger, hervorragend. Ich habe drei Babyskorpione. Ja. Die kommen immer wieder, auch wenn die tot sind. Irgendwann kommen sie immer wieder. Oh, warte. Den auf jeden Schaden, ja bitte. Boah. Ist zufällig jemand beim Bazar und kann mich porten. Alter, lauf doch einfach. So. Da sind wir wieder auf dem neuen Teleportpunkt. So, oh, warte mal, ich glaube, die Quest sollen wir machen. Erweiterung des Götzeninventars. Da kriegen wir auch Passivpunkte. Wow. Ja, da können wir einen Passivpunkt ausgezeichnet. So, wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist, ich komme zu dir. Ich bin nach rechts gegangen. Ja, mal nach rechts bin ich gegangen. Ja, du kannst dich ja teleportieren. Ja, ich schon. So, ey. Du kennst mich. Okay. Alles klar. Wir machen das schon, was auch immer du von uns verlangst. Wir machen alles, was du willst. Nur nimm uns bitte nicht unsere Kleidung weg. Unsere gute, cool aussehende Kleidung. Boah, wir sehen voll arm aus. Ja. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Da, was? Hast du gerade mit der Kanone auf mich geschossen? Ich nö. So ein Golem, der sah aus, als hätte er irgendwie so eine Armkanone gehabt, wie Mega Man. Mega Man, Mega Man. Mein Gott, sieht ja aus wie Lauf, Dark Souls. Ich wow. Glaube, du hast noch nie Dark Souls gespielt, Daniel. Oh, so viel Spinnen. Muss meinen Ellbogen kratzen. Ah. Da. Oh, da liegt was Rotes.
Opferkarte irgendwo. Mir nicht. Aber ein einzigartiges Amulett. Okay. Wie gut, dass er dir auf der Karte angezeigt wird, wenn du irgendwas tötest. Da wird was Legendäres gedroppt oder so. Ist ja immer so, war doch ein Diablo oder? Ja, ja. Hätte sein können, dass er nicht so ist. Müssen wir mal eine Bewertung hier abgeben über das Spiel, wenn wir hier mit fertig sind, also mit der Story oder so vielleicht schon. Im Vergleich zu Diablo. Ja. Das ist witzig. Ich meine, tausende von Leuten warten auf deine Meinung zu dem Spiel, Daniel. Ja, genau. Wow, was bist du? Oh Gott, das hat weh getan. Kristalllotus! Ich öffne das Feuer! Ich gebe ihm! Gib ihm hart. Volles Fund aufs Maul. Er ist. Er konnte nicht mehr nehmen, als ich ihm geben konnte. Aber wir kriegen noch mehr Erfahrungspunkte. Ja. Ist noch Gegner töten. Boah. Ich glaube, ich hatte, das ist immer meine größte Schwäche. Ich habe zu viel zu geben. Ich habe zu viel Leid zu geben. Und so viel Tod zu geben. Ja. Haben wir irgendwo einen Teleportpunkt oder so? Okay. Oh Gott. Wenn wir schon mal hier sind. Aua. Ich glaube, wir haben nur so random durch die Gegend. Ah. Nimm das Mega Man. Ja, na, der ist blau, der schießt irgendwie aus dem Arm. Also wie Newton. Ja. Du jetzt Gras schneiden, ich die nach Hause gehen. Stella! Stella! Gib mir Geld! Gib mir Michael Jackson! Dun, 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 dun. Newton, Held der Grüße, Newton! Ich hab so gerne gesehen, die Serie damals. Mäh, gib mir deine Wolle her! Ich wollte ja die Katze melken. What? Nein, nicht melken. Du bist auch hier. Ja, ich weiß, weil wir spielen dieses Spiel zusammen. Ich dachte, du wärst schon wieder irgendwie abseits irgendwo. Er lebt schon wieder in seiner eigenen Welt. Warte, ich spiele mit jemandem zusammen. Der Haus. Du, boah. Ja, ich bin der Horst. Der Horst rennt, nichts kann ihm widerstehen. Der Horst rennt. Was ist da hinten los? Ich habe gar nicht mit dem geredet. Du musst nicht mit dem reden, ich habe alles erfahren, was ich erfahren musste. Das sind Gegner. Warte mal. Na verdammt, die gehen nicht da hinten hin. Warte mal, ich kann aber. Guck mal, ich kann den anzünden, Daniel, guck mal. Siehst du das? Ja, ja. Warte mal. Ich schick mal meine Leute dahin. Ja, die gehen nicht da hinten hin, leider. Ah, mein Blitz geht auch nicht so weit. Ja, schade, der ist jetzt irgendwie weg. Ich hab der jetzt weggespawnt. Ne, ne, da hinten ist er noch.
Wo kommt denn dein Tier mir entgegen gerannt? Was zum? Wo gehen die da hinten hin? Ja, aber ich hab die auf die Schatztruhe hingeschickt. Warum gehen die denn da hinten? Ah, meine Tiere sind da. Nein, bleib gefälligst da, ihr blöden. Ich sehe da hinten, wie meine Tiere am Kämpfen sind. Da kommt deine Skorpion an mir vorbei gerannt. Keine Ahnung, ich kann die irgendwie auf die Schatztruhe dahin schicken, aber nicht auf den Gegner. Oh, warte mal. Ich soll am Vorbeigehen die töten mit meinem Skelett. Oh, warte, bis die jetzt dahin kommen. Mein Gott, sind die schnell. Alles klar. Ja, bist du ja schon weitergegangen? Ja, ich bin schon fast da. Meine Güte. Das ist nie als eine Spur der Verwüstung. Ja, meine Bogenschütze sind schneller, Junge. Ich finde irgendwie die Hauptdistanz angefordert von der kleinen Gruppe irgendwie. Der größte Teil meiner Einheiten macht einen Distanzangriff hier. Ja, okay. Ich hab nur zwei Nahkämpfer. Naja, drei, wenn mein Golem nicht fehlt, ne? Ich habe ja Nahkämpfer und einen Distanzkämpfer nur. Ja, ich habe vier Magier, drei Bogenschützen, drei Ninjas. Nein. Was ist hier? Wow, was ist hier los? Wow, oh, du bist auch hier gut. Oh, der ist ziemlich groß, der Kerl. Wow. Der geflügelt das Feuer. Der ist gut. Schon tot, was? Sie hat gar nichts angefangen. Puh. Ja, das war voll schwer, ne? Wir haben es fast geschafft. Oh. Try not to fall off. All we got to do is steer Talon towards the temple. She should take care of the rest for us. Okay. Lass mal die Quests abgeben. Ich kann sowieso gleich Feierabend machen. Da können wir wenigstens noch die passiven Fähigkeiten oder irgendwie sowas einsacken. So, wo sind wir ja gerade? Ah. Was ist das hier? Ah. Das ist die Hölle. Ah. Da ist Feuer, Daniel, da fliegt Feuer neben uns her. Was ist das? Daniel, was ist das? So, warte. Dafür hätten sie jetzt nicht extra einen Flug machen müssen. Genau wie bei Lego Star Wars, Daniel, wenn du zum Abbruchstall vom Todesstern willst. Ja. Jedes Mal. Naja. So, wow. Das Dach des Tempels. Ach so, wir sind jetzt hier wieder. Ha! Ja. Wir sind auf dem Tempel Gegner. Wir sind doch nur hier eingebrochen.
So. Okay, ist ein Teleportpunkt. Gut. Ich gehe mal zur oberen Bezirk. Nein, geh da nicht hin. Doch. Nein! Doch! Der Skorpion, der ist immer noch hier, der Baby-Skorpion. Ich kann mir neue machen. Der gehört jetzt mir. Dann mache ich mir eben neue. Ich werde ihn Schwibbel-Schwabbel nennen. Er wird mir gehören. Er wird mein kleiner Schwabbel sein. Ich kann immer wieder neue machen. Das ist die perfekte Gedankenset von dem Vater. Mein Beileid. So denkt dein Vater bestimmt auch daran. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Was? Ich habe die Quest abgegeben. Na, was ist hier denn? Warum müssen hier schon wieder einen Arm leuchten? Ja, der freut sich, dich zu sehen. Was weiß ich. Farewell. Ich weiß nicht, was der ist. Das ist aber ein Mensch. Na, ich dachte, wir müssen noch eine Quest abgeben mit Dings hier. Haben wir noch gar nicht fertig. Nein. Wo ist das hier? Die Oase. Da müssen wir hin. Für den Götzenplatz wieder. Ho. Haben wir nicht dort schon voll ausgelöst? Da fehlt dann noch was. Ja. Ich dachte, wir haben schon alle. Nee, ein Ding fehlt da noch. Das eine Ding in der Mitte. Du willst mich auf den. Good day, traveler. Ja, unglücklicherweise hat niemand überlebt. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Die waren schon tot, als ich da war. Ich schwör's. Bist du denn schon wieder? Ja, schon wieder weg. So, irgendwie ist er aber nicht frei geworden, oder? Nö. Ey. Nehmen wir das hier. Okay. Ich dachte, wir kriegen einen Götzenplatz hier. Oh, ne, hier ist das. Verdammt. Auf die falsche Quest geguckt.